genießt das Panorama. Eieiei, wo sind wir hier, ne? Ich meine, wir sind doch gerade in so ein Haus reingegangen und... Boah, was ist das für eine krasse Höhle, ja. Wir bewegen uns auf, auf brüchigem Terrain, jetzt Richtung Dolch. Und wenn wir dann den Dolch haben, dann geht's ab. So, weiter geht's hier runter. Das ist halt so, wie gesagt, das Spiel ist linear. Man kann hier an der Stelle eigentlich wirklich kaum Fehler machen. Es wird immer ein Weg offen bleiben. Hier die Säule, hüpfen wir mal ran und genießen den Blick. Und dort ist er. Der Dolch der Zeit. Er war weit weg, doch wir wussten, wir würden irgendwann hinkommen. Säulen wiesen uns den Weg. Mutig rutschten wir hinab. Gingen zu dem Brunnen und tranken einen Schluck Wasser, den wir nicht brauchten, weil wir voll Energie hatten. Und machten uns daran, die große Figur, die große steinerne Figur zu besteigen. So, wir hüpfen hier auf die Hand. Hüpfen hier hoch und machen jetzt den geilen Walljump. Zack, 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 zack und zack. Und da ist er. Der Dolch der Zeit. Sand. So, und jetzt sag's mal nicht. Gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Und jetzt sag mal nicht, dass das nicht eine geile Geschichte ist. Ich meine, er hat jetzt einen Dolch, mit dem er die Zeit kontrollieren kann. Und das ist halt eigentlich im Grunde eine viel, viel coolere Idee, als irgendwie Leben zu haben oder sowas, ja. Sondern einfach, man kann halt, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, die Zeit ein Stück zurückspulen. Aber natürlich auch nicht unbegrenzt. Davon werden wir sicherlich im Laufe des Spiels noch häufig Gebrauch machen. Und unser Dolch wird auch noch einige andere Fertigkeiten bekommen im Laufe des Spiels. Wir müssen hier reinhüpfen, zack, und weiter hierhin. Ich könnte es euch ja eigentlich mal zeigen. Aber vielleicht zeige ich euch lieber, wenn wir es wirklich brauchen. Ich will ja nicht spoilern, aber der Effekt ist halt auch megamäßig cool. Also, ja, ihr werdet sehen. Oh. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr versprach mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Azar. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Wählt weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen... König Scharaman ist ein gnädiger Sieger. Vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit.
Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen, wie die Zeit selbst. Der Sand. Warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Jawohl, ja, und bei diesem megamäßig geilen Soundtrack werden wir jetzt nur einfach aufsammeln. Wir haben jetzt gerade eben ihre, ich sag mal, Sandenergie aufgesammelt. Nehmt seinen Sand. Das könnt ihr da links oben sehen, dass, da geht so langsam so ein Dreieck. Da geht so ein Dreieck eben, wird immer größer. Und zwar jetzt zum Beispiel, da nehmen wir den Gegner auf, ansonsten regenerieren die sich nämlich auch, wie der jetzt hier gerade. Und, wenn wir dann den Container voll haben, haben wir eben eine neue Fähigkeit mit dem Dolch. Dann können wir zum Beispiel Gegner einfrieren und, allerlei solcher Scherze. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon alle waren. Nee, da sind immer noch welche. Boah, sogar richtig viele. Am Anfang sind die Gegner halt noch nicht sehr schwierig. Da kommt man sehr gut noch mit diesem Sprungangriff zurecht. Aber relativ schnell ist es dann so, dass die Gegner auch anfangen hart zu blocken. Und dann ist es halt längst nicht mehr so leicht. Ja. Außer halt das Spiel hat wirklich häufig gespielt. Oh, und guckt euch das einfach mal an, ey. Das ist so eine Action. Das macht auch so ein Weg. Ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich meine, hier passt einfach alles. Ich finde das Setting megamäßig geil. Ich finde die Monster geil. Ich finde die Models. Ich meine, guckt euch mal, wie der Prinz sich bewegt. Ja, das ist so smooth. Die Models sind geil. Die Musik ist geil. Die Story ist geil. Das Spiel ist geil. Die Olle ist geil. Wollen wir hier speichern, natürlich. Und das, was ihr gerade gesehen habt, das war so eine Vision von dem, was bald kommen wird. Die hat er immer, wenn er in diese Speicherstände reingeht. Und ist eine coole Kiste, ne? Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ein wenig benommen, quälen wir uns hoch und schauen mal, ob wir hier. Verrückt. Ich sehe es in euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist.
So, ja, hier geht es nicht weiter. Und das, was wir jetzt eben gesehen haben als Vision, ist eben das, was noch kommen wird. Eine ziemlich coole Kiste. Oh. Die Süße im Roten. Mal gucken, was das hier für ein Raum ist. Aha, eine Stange. Eine Wand, an der wir langlaufen müssen. Naja, wird sich schon irgendwie klären, wenn wir es probieren. Die Welt scheint nämlich auf seltsame Art und Weise genau für unseren Prinzen gemacht zu sein. Die beste Zimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Ja, doch, die rothaarige Olle zum Beispiel. Ja, und das, was ihr gerade eben gesehen habt, das hat dort unten bei diesen vier gelben Kugeln ein ganz kleines bisschen Kugel quasi dazugegeben. Und das ist eben... Naja, so oft können wir eben zurückspulen. Das ist quasi, sind quasi unsere Leben. Ich kann es ja einfach mal machen jetzt. Genau, das sind einfach unsere Leben. So sieht das nämlich aus, wenn man mal quasi irgendwo runterfällt. Und davon kriegt man eben mehr, je mehr man diese Sandwolken aufnimmt. Und, ja, ich werde bestimmt längst nicht alle aufsammeln, aber, hoffentlich brauchen wir auch gar nicht so viele. So, hopp und hopp. Und schon haben wir diesen Raum auch gemeistert. Und jetzt hört er das schon wieder, das ist so ein bisschen das Geräusch von diesen Sandwolken. Und, dann muss man einfach mal so ein bisschen umhergucken. Und dann findet man die schon. Schaut euch das mal an. Ah, da hinten war schon wieder die... Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Ja, wenn, dann aber richtig... Ich konnte nicht ruhen, ich sie nicht wiedergefunden hatte. Richtig hübsches Phantom. So. Ja, und, ah, jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Springen wir hier einfach mal an die... Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Ja, das hat er gerade eben gesehen. Da haben wir es wirklich gebraucht. Ja, ich weiß wie gesagt gerade nicht mehr, was ich euch erzählen wollte, aber... Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Wir spielen jetzt einfach erstmal weiter. Diese geilen Schwungpassagen finde ich auch so geil gemodelt. Das sieht einfach richtig gut aus. Hier heilen wir uns mal. Ein bisschen Wasser. Genau, und ja, mal gucken, was der Raum macht. Es lohnt sich immer so ein ganz klein wenig sich umzugucken, weil es gibt auch solche speziellen, ich möchte mal sagen, Traumräume. Gehe ich mal ein Stück zurück und gucke, ob vielleicht hier so einer ist. Es gibt so eine Art Traumräume, wo man, seine Lebenspunkte auf jeden Fall, also seine gesamte Lebensenergie ein wenig aufbessern kann, aber hier scheint nicht sowas der Fall zu sein. Wir rennen hier mal todesmutig an die Stange. So, 16 Aufnahmen verleihen dem Dolch neue Kräfte. Wie gesagt, wird noch alles passieren. Lasst euch überraschen. Wir wandern hier mal langsam nach unten und werden dann gleich unsere Waffen zücken müssen. Weil hier schon wieder neue böse Leute am Werk sind. Ja. Zack. Aufgesaugt. Und da seht ihr, wenn man einen Gegner besiegt, dann kriegt man auch neues Leben quasi. Neue Dolchpower, dass man wieder mal zurückspulen kann. Und jetzt sollten wir auch gleich unsere erste Fähigkeit bekommen für den Dolch. Nämlich, ich glaube, es ist Einfrieren. Mal gucken. Macht bei manchen Gegnern durchaus Sinn. Ja. So, jetzt haben wir den ersten Machtbehälter und ich probier's mal aus. Ja, genau, schaut euch an. Der Typ, der ist jetzt einfach mal gefreezed. Nicht für mich, aber für meine Feinde.